Dieses Buch nehme ich nur ungern zur Hand, aber heute will ich es Ihnen mal erklären. Und weil wir haben ja davon gesprochen, was würden wir eigentlich tun, wenn uns tatsächlich mal ein paar Vögel treffen würden? Was machen wir? Wir haben hier eine Liste, können wir relativ schnell schauen. Auf der Seite steht Engine, also Triebwerke. Engine, Fire or Severe Damage. Natürlich, wenn ein Vogel reingeflogen ist, ist es in aller Regel ein Severe Damage. Das heißt, das Triebwerk hat irgendwelche Beschädigungen abbekommen. Sehen könnten wir das sofort an diesen Drehzahlanzeigen, Triebwerk 1, 2 und 3. Wenn ein Triebwerk beschädigt ist, meinetwegen das Dreier-Triebwerk, würde hier die Drehzahl natürlich deutlich reduziert bis zum Stillstand kommen. Es wird auch hier einige Meldungen kommen in dem unteren Teil der Bildschirme, die uns auch weitere Hinweise geben, was da genau passiert ist. Das trainieren wir auch in jedem Simulator-Check, damit wir auch fit sind, wenn sowas mal passieren wollte. Prävention ist das Beste, was wir in der Fliegerei tun können. Zurückgekommen auf unsere Checkliste, Engine Fire Severe Damage, Registerkarte 20, ein Griff, ich kann es aufschlagen und genau hier findet sich auch der Text wieder. Alles, was hier in diesen Boxen drin steht, wird erwartet von den Piloten, dass sie das auch auswendig können. Also fängt man damit an. Throttle hatte ich Ihnen erklärt, das ist natürlich der Schubhebel hier. Der richtige wäre die Nummer 3 in unserem konstruierten Fall. Erstmal nach hinten ziehen und die Leistung des Triebwerks, wenn noch Restleistung drauf ist, rausnehmen. Fuel Switch heißt den Sprit, der ins Flugzeug reinfließt, und auch die Zündung ausschalten über diesen Hebel. Dann gibt es noch den sogenannten Fire Handle. Prävention, damit, falls es brennt, schnell ausgeht oder auch nochmal alles ganz schnell abgeschaltet werden kann, haben wir hier oben für das Triebwerk 3 den Händel, den wir runterziehen, auf die Seite drücken, wo ein Löschschaum ins Triebwerk eingespritzt wird, damit möglicherweise bei Feuer das Triebwerk auch ausgehen kann. Und das heißt hier Engine 3 Fire Agent Low Light Check, heißt wir schauen dort oben auf das Licht, ob auch tatsächlich der Feuerlöscher abgeschossen worden ist. Aber das noch Wichtigere ist, fly the aircraft first. Das heißt, alles, was hier steht, macht nur dann Sinn, wenn ich das Flugzeug auch unter Kontrolle halte. Also das Erste, was wir tun, fliegen, wissen, wo wir sind, das Flugzeug stabilisieren. Wenn das der Fall ist, wird die Checkliste entsprechend abgearbeitet. Und dann wird das Flugzeug sicher und heil an den Boden gebracht und dort wieder gelandet, wo wir hergekommen sind. Ein kleiner Ausschnitt aus dem Pilotenleben, wie es hoffentlich nie passiert.